Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Wirtschaftssimulator 2017 aus der Bäuchersee, von der Bäuchersee aus dem LS. Ja, ihr seht das hier. Es hat jetzt angefangen zu regnen und es ist nicht nur Regen, es ist ein Unwetter. Wie man hört. Also der Wind wird so nach und nach stärker, sieht man ja davon am Baum. Aber der Regen ist noch relativ gering. Es donnert zwar ein bisschen, aber lassen wir das jetzt mal. Und ihr habt es ja gerade am Scheibenwischer gesehen, also so ein bisschen Regen. Naja, wir müssen auf jeden Fall, oder beziehungsweise die Zwiebeln haben wir schon ausgebracht. Wir bringen ja jetzt hier noch die Karotten aus. Ja, das sind ja die beiden großen Felder gegenüber vom Hof quasi. Ich hoffe, dass wir das jetzt zeitlich noch schaffen. Bevor es regnet. Bevor es richtig anfängt zu schütten. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Nee, hatte ich nicht. Okay. War mir nämlich jetzt nicht sicher, die Scheiben, also bei, ich weiß gar nicht, bei welchem der Traktor, bei irgendeinem Traktor muss ich die Scheibenwischer anschalten. Aber hier hat er sich ja vorhin bewegt, also gehen wir von aus, dass er sich weiter bewegen wird, oder? Egal. Gab einen Kommentar. Ich nutze mal einfach die Gelegenheit, jetzt während wir hier noch fleißig dabei sind, ein bisschen Mohrrüben in den Boden zu bringen und hoffentlich wird der Boden nicht allzu weich. Geh mal ein bisschen auf die Kommentare noch, oder möchte noch auf ein paar Kommentare eingehen. Unter anderem auf den Kommentar mit den weiten Wegen und dem JCB. Ja, wäre eine Option. Ja, habe ich mir auch schon mal überlegt, einen JCB Fast Track zu kaufen. Fast Track, nicht Track. Aber ich finde, ich möchte mal gerne die Gelegenheit nutzen und kann euch dann ein bisschen Informationen bringen, wenn es so einen etwas weiteren Fahrtweg gibt. Es ist ganz gut, immer mal so zwischendrin. Ne, wenn es nichts zu quatschen gibt, fange ich meistens ja schon an der Stelle an, wo wir hinwollen. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwas ist, wo wir tatsächlich diesen Fahrtweg brauchen. Und von daher, wir haben genug LKWs, wir haben eigentlich genug andere Transportmöglichkeiten. JCB ist eine Option oder wäre eine Option gewesen, brauchen wir aber nicht wirklich. Meine Meinung. Was war dann noch? Gab es da noch irgendwas? Bin mir gerade... Nee, das war der JCB... Muss gerade mal kurz überlegen. Ich bin natürlich wieder ultra vorbereitet, wie immer. Ich meine, brauche ich jetzt nicht sagen, ihr kennt das ja von mir. Nö, das war eigentlich das Wichtigste mit dem JCB. Super, also richtig auf die Kommentare eingegangen. Nice, ich meine, die meisten beantworte ich ja. Vielleicht sei noch mal angemerkt, sämtliche Mods kommen von Forbidden Mods. Ja, das heißt, auf die Frage, wo ein Mod herkommt, ich beantworte die, selbstverständlich. Ja, gibt ja genug Leute, die einfach sagen im Internet. Auch andere YouTuber. Aber solange ich das noch kann und solange das halt nicht überhand nimmt, beantworte ich diese Fragen. Meistens mit einem Link, seht ihr ja. Und ansonsten ist unter jedem einzelnen Video, sei es jetzt Bäuchersee, sei es jetzt Intal oder irgendeine andere Map, unter jedem Video ist ein Link zu Forbidden Mods. Einfach raufgehen, suchen. Wenn ihr ihn da nicht findet, gerne in die Kommentare schreiben. Wo hast du den her? Ich sag mal, bis auf Sachen, die zum Beispiel von der Black Panther Group kommen oder hier bei Bäuchersee direkt von FSM, die werdet ihr bei Forbidden Mods nicht finden. Ne, weil ihr euch in der bei der Black Panther Group zum Beispiel anmelden müsst. Für den Kilometerzähler, für den erweiterten Helfer. Und was benutze ich da noch von? Bin mir gerade nicht sicher. Ah, für die auf jeden Fall. Ansonsten FSM könnt ihr in der Videobeschreibung von der Bäuchersee einfach drauf gehen. Da gibt's einen Link zur Map, führt euch dann zu FSM.
ins Forum und dann da über den Download-Bereich. Das Schöne ist, da das jetzt anfängt hier zu regnen, oder jetzt angefangen hat zu regnen, und es scheint immer stärker zu werden, hat sich das Thema Rasen tatsächlich erstmal erledigt. Eigentlich hatten wir vorhin mit den Nachbarn telefoniert, da ist die ganze Zeit blauer Himmel, Sonnenschein, bis irgendwie um kurz vor 12. Sah das echt so aus, als würde es heute nicht mehr regnen. Also wirklich, so blauer Himmel, lockere weiße Wölkchen. Und da haben wir dann gesagt, so, ach komm, wenn das jetzt in der Stunde nicht regnet, dann gehen wir raus, dann holen wir das Gras da runter und dann ist das gut. Ja, machen wir quasi den Grasschnitt und die Silage. Ja, und jetzt, ihr seht den Himmel. Und ihr hört's. Hoffentlich. Unwetter. Was mich wundert ist, gerade eben hat sich der Scheibenwischer bewegt, jetzt bewegt er sich nicht mehr. Habe ich tatsächlich keine Einstellung? Moment mal ganz kurz. Muss doch. Nö. Nö, nö, nö. Das ist nur das Lenkrad, das ist die Tür. Das ist Menü. GPS. Trailerfill. Ich weiß gar nicht, bei welchem das war. Bei irgendeinem Traktor konnte man es anschalten und bei irgendeinem ging es auch automatisch an bei Regen. Ich glaube, bei dem kleinen Fendt. Bei dem 800er, den wir haben. Ich glaube, da gehen die Scheibenwischer tatsächlich automatisch an, sobald es anfängt zu regnen. Korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Und bei den LKWs bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Achso, wenn wir übrigens das Feld hier ausgesät haben, sind wir mit der Aussaat auch erstmal durch, ne? Also, wer jetzt sagt, nur jetzt ist der immer noch am Sehen. Ja, ist er. Muss gemacht werden. Ist die Arbeit, die ansteht. Aber sie ist bald vorbei. Letztes Feld, das wir jetzt aussehen. Da sind wir für diese Saison auf jeden Fall durch. Dann sagt uns der Wetterbericht. Morgen auch nochmal Regen. Schön. Dann kalt, kalt, Schnee. Und dann hoffentlich gut. Hoffen wir mal, dass es auch schneit. Also nicht nur einmal kurz, sondern dass es tatsächlich schneit. Weil bei 3 Tagen ist das immer so eine 50-50 Chance, dass es Schnee gibt, der liegen bleibt. Huch. Entschuldigung, wenn es jetzt gerade... Ich habe gerade gegen mein Mikro gehauen. Das war nicht beabsichtigt. Und wenn es diese Saison nicht schneit, wird es garantiert nächste Saison schneien. Nicht garantiert. Wird es vielleicht nächste Saison schneien, wenn wir dann quasi, oder spätestens übernächste Saison, sagen wir es mal so, wenn wir dann wieder auf 6 Tage gehen. Das gehen wir ja hier in der Borchersee auch. Macht einfach Sinn. Apropos, ich muss gleich mal gucken. Ich denke mal, rote Beete, Karotten und Zwiebeln, alles für Borcher Food. Da muss ich mal gucken, ob wir noch was brauchen. Wir haben noch ein paar Felder, die ausgesät werden müssen, ja. Aber das ist eine Nebenbeisache. Ne, ich sag ja jetzt hier nicht 5-6 Parts nur mit dem Aussehen. Das machen wir nicht. War das Ganze auch gerade, wie es unschwer zu erkennen ist, ohne GPS. Da das Feld doch relativ uneben ist, also von den Kanten her. Fahren wir das doch erstmal hier ein bisschen gerade, bevor wir dann mit GPS arbeiten. Oh, Saatgut. Also Zwiebeln hat er nicht so viel verbraucht. Mohrrüben scheint er deutlich mehr zu brauchen zum Aussehen. Aber zumindest läuft er schneller.
jetzt können wir aber mal... Ja, doch, komm, ja, wir schmeißen mal GPS dazu. Ja, ich weiß, ausgerechnet hier unten, wo der Fluss ein bisschen lauter ist. So. So. Ja, nee. Ich glaube, das sind nur 6 Meter und nicht 15. So. Passt. Ziehen wir das hier erstmal gerade, dann machen wir hier diesen kleinen Strich und dann machen wir auf der anderen Seite weiter. Zusatztank vorne lasse ich immer unten. Ja, passt schon mit dem Drehen. Hoffentlich. Wenn nicht, reklamieren wir es bei Kuhn. Sagen es kaputt. Und wir waren das natürlich nicht. Logisch. Keine Ahnung, wie das kaputt gegangen ist. Haben wir immer hoch gemacht, wenn wir am Feldrand gedreht haben. Am Ende. Oh, Moment, das müssen wir... Moment. Nein. Fang so erst gar nicht an. Wir werden hier keine Fahrspuren reinmachen. Komm, ziehen wir die Bahn einmal durch. Genau bis hierhin. Perfekt. Läuft doch. Hat er da jetzt eine... Nee. Nee, hat er nicht. Gut. Er ist jetzt halt ein bisschen die Kanten hier ein bisschen geklettet, ne? Weil wir die ganze Zeit im Kreis gefahren sind. Müssen noch so ein bisschen, ein paar Ecken müssen wir noch ausbessern, haben wir ja unten schon gesehen. Da fahre ich hinterher nochmal drüber. Und dann hat sich das. Dann haben wir das Feld auch, dann haben wir da drüben auf dem großen Feld Zwiebeln. Hier haben wir Karotten, hinten haben wir die rote Beete auf dem anderen Feld. Und dann gucken wir nochmal ins schlaue, also gucke ich nochmal ins schlaue Tablet, was wir da noch aussehen müssen für Borcher Food. Ob wir da noch irgendwas anderes brauchen. Beziehungsweise, was man mit den drei Früchten genau machen kann. Aber ich denke mal, es ist Borcher Food, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ohne, dass ich jetzt aus dem Traktor aussteige und im Tablet nachschaue. Und von daher, vielleicht müssen wir noch irgendwas an Getreide noch dazu pflanzen. Gucken. Das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge, ne? Also da werde ich es auf jeden Fall erwähnen. Was wir dafür noch ausgesehen müssen, wenn wir was aussehen müssen. Und nächste Folge, Herbstende. Müssen wir uns auf jeden Fall mal gucken. Weil wir müssen eigentlich ja auch noch selber hier ein bisschen Gras ran schaffen. Also Eigensilage machen für die Kühe. Dafür haben wir ja hier drüben unsere Felder. Dafür muss es auch trocken sein. Der Regen passt mir gerade gar nicht. Weil eigentlich soll das Feld hier hinten, oder die Wiese hier hinten, da geradeaus, die soll quasi für Heu gemacht werden. Also für Heu. Da soll Heu draus gemacht werden, Heuballen. Für die Kühe. Und die größere Wiese, die 24, ist es glaube ich hier drüben, ne, der andere Teil. Da soll Silage draus gemacht werden. Wir haben ja noch ein Silo direkt hier bei dem Kuhhof. Da packen wir das rein, da machen wir Silage draus, weil wir brauchen ja für die Futtermischstation Silage. Das ist so der Plan, was in nächster Zeit noch ansteht. Wo mir schon wieder vorgraut, ist tatsächlich der Grasschnitt
für die BGA. Also sprich, dass die großen Wiesen, ne, die Landwirtschaftsgemeinschaft da, von der ich euch erzählt habe, das graut mich tatsächlich vor, weil das ist eine Zeit, die geht richtig, also da geht richtig Zeit ins Land. Erstmal alles mähen. Zum Glück hat der Big M eine Schwattfunktion, dass er gleich im Schwatt ablegt. Aber dann mit Häcksler und LKW und hin und her. Ist interessant. Sagen wir es mal so. Da müssen wir bestimmt auch wieder hier für unseren Nachbarn noch die Grassamen runterholen. Muss ich mal anfragen, ob wir das noch machen müssen. Genau. Gibt uns ja ein bisschen Kohle dann. Also als Verdienst, wenn wir ihm helfen quasi. Und dann müssen wir auch noch das Erntefest organisieren. Es müsste eigentlich ja quasi morgen noch stattfinden, am Herbstende. Eigentlich. Abends vielleicht oder so. Wenn es nicht regnet. Mal gucken. Und da brauchen wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Brennholz für und Arbeitskräfte, glaube ich, ne? Mal gucken. Ich meine, da haben wir schon gesprochen mit unserer Gemeinschaft. Jeder steuert was dazu. Ist ja hier bei uns normal. Wir können halt noch kein Fleisch dazu besteuern. Wir haben ja noch keine Kühe. Nächstes Jahr sieht das Ganze schon anders aus. Haben sie schon gesagt, oh, dann werden wir dein Fleisch mal probieren. Nur das gute Bio-Fleisch, ne? Kühe kriegen ja nur unser Gras, unser Heu, unser Wasser. Da kommt nix, Wachstumshormone oder sonst was. Gibt's bei unseren Kühen nicht. Na, sind wir gleich durch. Sehr schön. Gefällt mir. Weil langsam, aber sicher wird das auch wirklich feucht. Ist gerade Nee. Aber er ist ja noch hier. Solange es nur donnert, ist das ja alles kein Thema, ne? Aber wenn das jetzt anfängt zu blitzen hier oder sowas. Das muss nicht sein. Eine Suppe da oben. Unglaublich. Naja, Herbst, ne? Wie bei uns draußen. Ne? Also, Regen, ja, läuft. Auch in Real. Liebe Lüt, das soll es aber für heute gewesen sein. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier noch das Feld zu Ende machen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.